Hallo und willkommen zurück zu Schöninjas Let's Plays und einem neuen Let's Test angespielt zu dem Spiel Shapes.io. Ich weiß nichts über das Spiel, ich weiß nur, dass es ein Automatisierungsspiel ist und das war's. Platziere einen Extrahierer auf der Kreis vorne, um sie zu nutzen. Das da scheint ein Extrahierer zu sein. Platziere ihn in einer Form oder Farbe, um sie zu extrahieren. Verbinde den Extrahierer mit einem Förderband und schließe ihn am zentralen Gebäude an. Aha, okay. Drücke und ziehe das Förderband mit der Maus. Das ist kein Idle Game. Baue mehr Extrahierer und Förderbände, um das Ziel schneller zu erreichen. Ups. Wie reiße ich Dinge wieder ab? Löschen, rechte Maus. Okay. Jetzt gemacht. Level 1 abgeschlossen. Du hast den Schneider freigeschaltet. Er zerschneidet Form von oben nach unten, unabhängig von ihrer Orientierung. Stelle sicher, dass du den Abfall los wirst, sonst verstopft die Maschine. Dafür habe ich dir extra einen Mülleimer freigeschaltet. Den Abfall, okay. Erstmal wollte ich das hier. Oh. Steuerung ist irgendwie noch nicht ganz so cool. So, jetzt. Dein Spiel wurde gespeichert. Oh mein Gott, ist das riesig. Für folgende Belohnung. Ich habe keinen Platz. Steuerung ist ein ganzes Areal löschen. Delete. Kommt nichts raus. Warum kommt nichts raus? Achso, deswegen. Ach halt, nee, warte, andersrum. Jetzt. Dieses Level hat dir keine Belohnung gegeben, aber das nächste schon. PS, denk daran, deine alten Fabriken nicht zu zerstören. Du wirst sie später alle noch brauchen, um Upgrades freizuschalten. Viele können Fabriken. Mhm. Förderbänder, Verteiler, Tunnel, Upgrade. Ah, ich brauche also so welche und so welche, damit ich wieder was freischalte. So, dann würde ich sagen, kann ich das auch drehen?
Dann so schon mal nicht. So auch nicht. Jetzt will er eckige Teile haben. Wie kriege ich denn eckige? Pipette ist cool. Stufe 1 Extrahierer. Geschwindigkeit zweifach und vierfach. Den unteren abschneiden. Abgeliefert, produziert, gelagert. Aha. Hinweis. Wahrscheinlich muss ich wieder irgendwas abschneiden. Aber hier würde ich gerne mal wissen, wie ich das nach zur Seite mache. Oder geht das automatisch zur Seite, wenn ich so mache? Nee, der guckt halt nach oben. Gebäude rotieren, da steht's. R. Das habe ich gesucht. So, wir brauchen eh alle Teile. So schalte ich nämlich wieder weitere Dinge frei. Aber ich brauche noch die. Ich vermute, wenn ich jetzt das auch rotiere. Dann ist es trotzdem dieses Teil. Weil ich es mitgedreht habe. Dann würde ich das mal wegmachen. Was passiert, wenn ich das... Das nützt nichts. Er schneidet gerade ab. So, und wenn ich das untere haben, das Dings haben will, muss ich seitlich abschneiden. Horizontal abschneiden. Das heißt, die Schere muss so sein. Ha. Nee, ist trotzdem dieses. Warum? Er müsste doch mehrmals... Es kommt gerade rein und es wird gerade Nee, ich verstehe es nicht. Eigentlich müsste es doch so horizontal geschnitten werden. Hinweis. Ach, okay. Ganz dumm. Das ist einfach ein anderen Block, den ich erstmal brauche. Okay, 4, das geht doch jetzt relativ schnell. Und hier hätte ich gerne einen normalen, der noch reingeht. Aber da stimmt noch was nicht. So. 2 normale und 3 halbe gehen rein. Und hier 4 eckige. Schön. Kann ich das denn schon machen? So, multifunktionale Verteiler wurden freigeschaltet. Er ermöglicht die Konstruktion größerer Fabriken, indem er Items auf mehrere Förderbänder verteilt oder diese zusammenführt. Mhm. So, jetzt möchte er sowas haben, was doch 100 pro... Ah, die passen doch gar nicht rein, okay. Aber sobald es geht, werde ich mich wahrscheinlich freuen...
dass ich es schon gemacht habe. Dann sind die Förderbänder nämlich dann schon voll. So, aber wir brauchen hier wieder einen Schneider wahrscheinlich. Das sind genau die, die wir brauchen. Nein, das ist die andere Hälfte. Der muss andersrum geschnitten sein. Funktionieren die? Das ist, wo es herkommt. Warte, dann mache ich es anders. Dann drehe ich das hier nochmal. Das habe ich nicht gesagt. Prinzipiell so, aber es sind trotzdem für folgende Bedingungen rotieren. Ach so, warte mal. Kann man das hier auch rotieren? Ach so, aber nur so. Zerschneide Form von oben nach unten. Benutze oder zerstöre beide Hälften, sonst verstopft die Maschine. Ja, das kennen wir ja schon. Ah, beide Hälften. Jetzt kommen beide drauf. Sehr schön. Mache ich das hier auch nochmal. Dann kriegen wir umso mehr. Halt, nee. Ein Schneider ist schon richtig. Bleibt aber hängen, weil ich die grünen noch nicht benutzen kann. So. Die Frage ist, wie sieht es denn hier eigentlich aus? Das habe ich, die untere Hälfte fehlt mir. Genau das wollte ich jetzt mal machen. Das ist fast fertig.
sieht's denn aus, wenn ich das hier mache? Geht nicht drauf. Ich hatte die Hoffnung, dass ich dadurch noch mehr kriege. Schade. So, aber hier hätte ich auf jeden Fall gerne mal einen, der auch andersrum geht. Noch 5. 4, 3, 2, 1, 0. So, jetzt brauchst du 1000 fürs nächste Upgrade und das ist scheinbar immer die Geschwindigkeiten. Er rotiert vor mir im Uhrzeigersinn. Ah, und dadurch kriege ich dann noch die nächsten. Steuerung umschalten und alt. So, jetzt will er nämlich runde Teile haben. So, ich brauche die oberen Runden. Und dazu brauche ich jetzt 100 pro diesen Rotierer. Ich pack das jetzt einfach mal überall rein, damit die Quest schneller erfüllt ist. Den rotiert aber nicht. Ach so, macht auch keinen Sinn. Die werden ja auch nicht zerschnippelt. Also 3, bei denen ja. Okay. So, damit würden wir jetzt das angehen und dann fehlt noch der Extrahierer. Ich vermute, wenn so einer jetzt nochmal zerschnitten wird, dann ist es nur noch ein einzelnes. Aber das wird 100 pro dann die nächste Quest sein. Wir konzentrieren uns jetzt erstmal noch auf die grauen. Wobei ich eigentlich schon mal vormachen kann. Aber ich sehe gerade, wir sind bei 19 Minuten. Wir machen jetzt mal einen Break.